Herzlich willkommen, liebe Imperiumsmitglieder, zurück zu ARMS. Ja, wir gehen hier mitten in Media Res, was auch daran liegt, dass ich diesen Part hier im Prinzip Kopf an Kopf zum letzten aufnehme, sodass wir jetzt nicht wirklich einen Entspannungszeitpunkt zwischen diesem Video und dem letzten haben. Also für mich ist das Ganze sehr, sehr nah beieinander. So, Aufgabe ist es, diesmal den Headlock jetzt zu gehen. Komm her, komm her, komm her, komm schon her. Los! Ah, verdammt! Und wenn man natürlich den Headlock nicht hat, dann rennt! Rennt, was das Zeug hält! Und versucht am besten, den, oder mehr oder weniger den Headlock zu erwischen, während er oder sie auf jemand anderen zielt. Was? Wo ist der Headlock hin? Wieso sehe ich ihn nicht mehr? Es wird mir auch nicht angezeigt, wo zum Teufel er sein. Ah! Okay, der ist irgendwie verschwunden und wieder an den Ball zurückgegangen? Das habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Keine Ahnung, was da jetzt der genaue Grund für ist. So, hau ihn weg! Was? Die Puppe hat dich getroffen? Oh mein Gott. Oh, ich habe den Headlock! Ich habe es gerade gar nicht gemerkt! Und ich hatte ihn. Schade. Ja. Ich werde übrigens in diesem Part noch Max Brash spielen und dann keine Sorge, ab dem nächsten Part werde ich andere Charaktere spielen. Das ist jetzt wirklich nur sozusagen für den Einstand hier rund. Ach du Scheiße, das war... Oh Mann, das war nichts. Schade, schade. Aber ich meine schon nicht, wie viel Gesundheit er noch hatte. Man sieht, dass ich nicht wirklich den Hauch einer Chance hier gehabt hätte, wenn ich es versucht hätte. Naja, okay. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir hier bekommen können. Ist auch ein Grund, warum ich mal nicht zwischendrin rausgegangen bin, weil ich aber mal schauen wollte, wie viel ARMS-Dollar ich sozusagen in einem Durchlauf bekommen kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich danach noch einen aufnehmen werde, sondern einfach, dass wir das hier ein bisschen Kopf an Kopf haben. Damit werde ich immer bei, naja, null anfangen. Ist ja vielleicht auch für euch ein bisschen spannend. Das ist so die 75 von Irish Mule 1 werde ich wohl nicht erreichen. Moment, ist es Irish Mute? Ich kann es gerade nicht richtig lesen, aber, okay, also auf jeden Fall, die werde ich wahrscheinlich nicht erreichen, weil, ja, ich nicht so gut bin und so lange nicht spiele. Soweit ich weiß aber, geht es bis 99 ARMS-Dollar hoch, bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall noch niemals jemanden mit mehr als einer zweistelligen Dollaranzahl hier gesehen. Was mich dann doch neugierig werden lässt, ob ich es vielleicht jemals schaffen sollte. Deswegen, vielleicht wenn ich irgendwann mal eine ganz lange Session habe. Man muss es natürlich halt ohne, das ist das Problem, man muss es ohne Disconnect schaffen, so weit zu kommen. Und das ist das größere Problem, weil früher oder später wird er kommen. Das ist das große Ding. Aber falls ich mal die Gelegenheit haben sollte, würde ich das vielleicht sogar machen. Vielleicht auch mal in einem Livestream ausprobieren. Allerdings in dem Livestream ist die Chance auf einen Disconnect wesentlich größer, einfach weil nebenher mein Internet noch dazu verwendet werden muss, um das Ganze zu streamen. Sodass, ja, wir eventuell niemals die 99 erreichen werden. Es sei denn, ich bin wirklich mal so, dass ich 5 Parts oder so nacheinander aufnehmen und so bis 99 hochkomme. So, der Gute hat jetzt auch grab, schnell, schnell, schnell. Okay, gut. Toll, jetzt lasse ich mich dran. Aber genau so muss ich mir das angewöhnen in Zukunft. Und jetzt gibt... Nein! Wir hatten der meine Spezialattacke weggegriffen. Och nö. Ja, genau so muss ich mir das angewöhnen. Wenn ich sehe, dass die ihren Spezialangriff haben, sofort in Abwehr gehen. Weil diese 5 Schaden, die sie einem machen, sind... Ich meine, ein Witz dagegen, weil zu dem, wenn sie einen richtig erwischen. Und in den meisten Fällen, wenn man springt unterwegs ist, erwischen sie einen auch richtig. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. Deswegen mache ich es übrigens auch nicht, weil dann greifen sie einen und... Ach, crap. Und dann ist das alles komplett passé. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich noch auskundschaften muss. Wie schaffe ich es, zum einen in die Verteidigungsposition zu gehen? Ja, fühle ich halt Agent 4. Oder Agent 4, keine Ahnung, wie die jetzt ausgesprochen werden will. Wie schaffe ich es zum einen in die Verteidigungsposition zu gehen, wenn dann Spezialattacken und zum anderen zu verhindern, dass ich gegriffen werde? Verhindern, dass ich gegriffen werde, ist wesentlich besser, wenn ich springend unterwegs bin. Aber wenn ich springend unterwegs bin, trifft mich die Spezialattacke fast immer. Also, da. Okay, ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir Online-Basketball spielen. Natürlich muss es gleich so ein windiger Typi wie Kid Cobra sein. Und dass ich natürlich möglichst viel Spaß dabei haben werde, ihn zu greifen, nicht wahr? Mein Gut, hängt natürlich auch immer vom
Talent des Spielers mit ab. Und wenn ich mir anschaue, dass er zwei Raketen hat, habe ich, glaube ich, schon mal ganz gute Chancen. Yo, 3-Punkte-Wurf. Nicht, dass ich die Leute damit jetzt abwerten möchte. Keinesfalls, aber... ich glaube einfach, wow, wenn sich jemand ein bisschen besser mit diesem Spiel auskennen würde, würden sie vielleicht in diesem Zusammenhang nicht gerade zwei Raketen bei ihm nehmen. Kann natürlich auch sein, dass jemand mir jetzt in die Kommentare schreibt, dass das die absolut beste Idee ist und man das immer machen sollte und dann stehe ich wie ein Vollidiot da, was? Hey, wenn ich mich so darstelle, dann habe ich es auch verdient. Also von daher, yo. Oh. Okay. Ich glaube ja mittlerweile, dass die Spezialleiste durch Schläge ausgeführt wird, statt durch Sprünge. Weil ich dachte bisher immer, dass wenn ich möglichst viel springe und möglichst viel... Oh, crap, stimmt, sorry, war ja mit dem Spezialangriff. Wenn ich hier unterwegs bin, dass ich dann auch meine Spezialleiste schneller geladen bekomme. Mittlerweile vermute ich, dass es aber eher so ist, dass wenn man möglichst häufig schlägt, und ich glaube, das war auch mal gelesen zu haben, dass wenn man möglichst häufig schlägt, sich dann die Spezialleiste füllt. Was tatsächlich auch Sinn ergeben würde. Hey, wir erhalten 3 Punkte für den Basketball. Yay, das ist mehr als wir in den allermeisten Fällen im Grand Prix-Modus erhalten. Nein, wird daher gern gesehen. Okay, jetzt haben wir 2 Max Press gegen einen Lollapop und einen Misango. Yay! Es liegt halt... Es ist, oh, okay, ich bin die Alternativform. Beide sind halt groß und schwer. Das heißt, man kann uns relativ böse hin und her schleudern. Und der andere wird dann immer sofort mitgeschleudert, während die beiden klein und leicht sind. Und ja, das damit schon einen gewissen Vorteil haben. So, hau ab! Hey, ich versuche auf jeden Fall, mich erstmal auf einen zu konzentrieren. Ich glaube, das ist die... beste Variante, also erstmal Lollapop versuchen auszuschalten. Jetzt sowieso schon. Nein. Also ich schon ziemlich viele KP verloren, von daher. Ja, verdammt. Jetzt blick ich gar nicht mehr. Wo zum Teufel bin ich? Ah, okay. Diese Schnüre. Wieso dachte irgendjemand, dass diese Schnüre eine gute Idee sind? Wow. Okay. Jetzt. Komm. Greif mit. Greif zu. Und ihr seht, ich habe, glaube ich, schon das letzte Mal angedeutet, dass die so durchgreifen, ist glaube ich, ein Server-Konnektivitätsproblem. Aber hey, es scheint gut zu laufen und jetzt nur noch einer. So, gut. Das darf jetzt du machen, oder? Na gut, dann mache ich halt, wenn du nicht machst. Hier, ich kümmere mich schon drum. Moment. Ah, nicht schlecht. Er konnte dem immerhin ausweichen und vielleicht hätte sogar die 5 ausgereicht, um ihn doch zu... Nein. Okay, gut. Wollte gerade sagen, kein Disco... Warum schlägst du mich? Ich hatte ihn doch fast besiegt, du Vollgurke. So, das nicht machen, danke. Pff, was war das denn? Da habe ich ihn in Siegerposition. Und was macht er? Okay, der ist jetzt aber geil und so. Hey, der Typ langweilt, oder? Ja, lass mal weghauen. Bam. Hey, geil, Mann. Aber ja, also das war... das war ziemlicher Fail, wie der mich plötzlich in der Ecke angegriffen hat. Irish Mule, okay, doch Mule, hat 1, hat 82. Okay, vielleicht werde ich im Laufe dieser Lobby noch sehen, ob es über 99 geht. Je nachdem, wie lange es sich dazu entscheidet, drin zu bleiben. Oh mein Gott. Das wird ein Spaß. Ja, es gibt einige, die in diesem Spiel extrem süchtig sind. Ich hatte das schon in meinem Offline-Let's Play angedeutet, was eben auch zeigt, wie, ich sag mal, es einfach vom persönlichen Geschmack abhängt. Wenn man einfach wirklich Spaß daran hat, jeden Tag in den Online-Modus zu gehen und Leute zu verkloppen und sozusagen die Freiheit auszunutzen, die man ein bisschen bei seinen Movesets hat, bei seinen Arms, wie man sie organisiert, dann ist das schon relativ große Freiheit, weil er jetzt zu anderen Arcade Beat'em-ups, wo man größtenteils nur Freiheit bei der Auswahl der Charaktere hat, aber nicht über die Arms, die man ihnen gibt, also die zusätzlichen Waffen. Sorry, ich kann dort irgendwie nicht reden. Keine Ahnung, was das Problem ist. Aber ja, da hat man ja schon relativ große Freiheiten. Außerdem noch zusätzliche Freiheit. Okay. Wow. Oh Gott, geschafft. Bei den Modi, die man hier anbietet, wo man ja doch... einige sagen, wie gesagt, es könnte mehr sein, aber ich bin der Meinung, dass es eigentlich an und für sich ausreichend ist. Und ich stelle mich ja gar nicht mal so blöd an. Wow. Ich bin echt überrascht. Ich habe sogar einen Spezialangriff. Aber erstmal gehe ich auf den Schwächeren, bevor ich mich dem Starken darstelle. Also Irish Mule, weil vor dem habe ich Respekt. Ich meine,
Schau dir mal das an, ja. Aber eben auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagen kann, man weicht lieber in der Luft aus, man blockt lieber, das sind ja zwei Varianten, man greift lieber stehend vom Boden aus an. Nein! Oh Gott, und jetzt kommt er. Nein, oh Gott, jetzt kriege ich die ganze Boot von ihm zu spielen. Ja, okay. Aber es lief ganz gut, es lief ganz gut. Das war dann eher mit, wie, dann machst du Mami, nimmt uns sich das stattdessen auf. Also, da gibt es ja mehrere Varianten und die reflektieren sozusagen auch, welche Charaktere man nimmt so ein bisschen. In jedem Fall, wenn das einem Spaß macht und man wirklich dieses Gefühl perfektionieren möchte, zwischen schnellen Bewegungen, Ausweichen, wird man relativ schnell, sage ich mal, auch bestimmte Bewegungsabläufe der jeweiligen Figuren lernen. 90? Ich bin gespannt. Zumindest bei den PCs, aber auch tatsächlich, wenn die Computer sie benutzen, dann weiß man ungefähr, wie bestimmte Armschlagen werden, wie bestimmte Gegner schlagen werden und das kann man schon immer weiter perfektionieren. Wenn es einem wirklich Spaß macht, so diese Spielart anzugeben, dann wird das super laufen und deswegen, es gibt wirklich viele Leute, die hier Freude dran haben, aber man muss auch wirklich langfristiges Online-Interesse hier haben. Wie ich ja schon gesagt habe, ähnliche bei Splatoon eben auch. Oder bei Mario Kart eben auch. So. Okay, jetzt muss ich mich hier einen neuen Max Brash stellen. Und der Typ ist gar nicht mal so schlecht. Schaut euch an, wie er mich bisher vermöbelt. Und auch noch in den Spezialkreis rein ist. Aber gut, ich dachte halt, das ist ein Neuling. Aber es kann auch einfach nur sein, dass er die Lobby gerade eben betreten hat. Ja, der erwischt mit mir komplett den Women Girls Boden hier auf. Verdammt. Nein. Komm, hau ihn weg. Aber das müsste jetzt wirklich schon mit dem Teufel zugehen. Wenn ich das noch hinbekommen würde, zum Beispiel jetzt. Jetzt. Oh Gott, es ist mit dem Teufel zugegangen. Ich hatte Glück, dass ich meinen Spezialangriff rechtzeitig bekommen habe und der relativ ungedeckt war. Aber wow, das war, hätte auch ganz anders ausgehen können. Yes. Yes, jetzt wo ich gerade mit dem Next Press zusammen war, wieder alternativ war. Frage mich, ob das irgendeinem Muster folgt, dass ich in den meisten Fällen alternativ unterwegs bin. Ich denke, das hängt einfach daran, welcher Max Brass links ist. Also ich nehme an, Tom wird jetzt die normalen Max Brass Farben haben und ich rechts werde sozusagen die Alternativen haben. Was ich meine, gut ist, dass sie das machen. Das muss man eigentlich für wirklich jedes Arcade-Beat-Up haben, weil hätte man das nicht, wäre die Verwirrung einfach ultimativ. Meinst du sogar Super Smash Brothers hat? Oh mein Gott, Headlock Challenge! Nein, nein, nein! Nein, nein, verdammt, wir haben den allein gelassen. Wie konnten wir das nur tun? Nein, oh. Okay, komm. Diese Richtung. Ja, wupper. Okay, der ist nicht in dem Winkel gefunden, wie ich gedacht habe. Okay, ihr zwei macht das wohl? Vielleicht warte ich einfach mal ab, bis ihr zwei euren Komplex ausgetragen habt. Jetzt! Gib ihm! Yes! Toll, nicht treffen lassen. Ich kann mich hier... Oh, verdammt. Ich kann mich hier extrem schlecht verstecken, weil es einfach so eine offene Arena ist. Ihr habt kein Interesse am Headlock. Ich nehme den... Was zum Teufel? Ihr ignoriert mich komplett, bis ich den Headlock habe. Dann schlagt ihr mich kurz und dann geht ihr wieder aufeinander los. Was? Nein. Nein! Nein! Und wir werden niemals erfahren, ob der gute Irish Mule 1 über 99 Punkte geschafft hat. Disconnect sei Dank. Okay, genau das war ich. Das ist wirklich große Problem. Ich fände es ja vielleicht cooler, wenn man sowas sozusagen als Tagessatz speichern würde, weil das es sich jedes Mal neu resettet. Ich meine, es ist jetzt endlich eine ästhetische Sache. Es ist jetzt... Nein, rüber da. Es ist endlich keine große Veränderung im... Langfeld, würde ich sagen. Stopp. ob es jetzt... Yes. Puh. Weil man ja die Arms-Dollar sowieso immer zugeschrieben bekommt. Also es ist kein allzu großes Problem. Yeah. Aber wäre vielleicht schöner, wenn man sozusagen wie es dann sowas als Tagessatz machen würde. Und hey, das ist cool. Ich muss das mit zwei schlagen, damit es in der Mitte sozusagen... Oder damit es sozusagen seine ganze Geschwindigkeit verliert, sein ganzes Momentum und dann nach unten schlagen. Ja, das ist doch
cool. Das muss ich mir für mal. Ich würde eine Volleyball-Schlacht merken. Das hätte vielleicht auch mein Leben im Grand Prix ein bisschen einfacher gemacht. Gut, wobei der Typ stand irgendwie auf der anderen Seite und hat sich den Ball angeschaut und dachte, oh, ein Ball, aber. Oder eine Kugel in dem Fall. Und ich habe einen neuen Button erhalten. Cool. Okay, wir haben hier einen neuen Verrückten, nämlich Stefane. Oder eine neue Verrückte? Keine Ahnung, was für ein Geschlecht sie jetzt hat. In jedem Fall sehr interessante Gesichtsfarbe mit Kid Cobra, würde ich sagen. Dann schaut ihr das mal an, das ist komplett giftgrün. Nun gut, kommt hier irgendjemand mir zur Hilfe? Immerhin bin ich nicht in den Sog gekommen, dass ich von einem Disconnect zum anderen gehe. Da kommt nämlich manchmal vor. Oh, verdammt. Man hat dann einen Disconnect und dann, ja, kommen danach 50 weitere, bis man dann irgendwann mal wieder durchkommt. War, glaube ich, im letzten Part der Fall, aber okay. Übrigens, das finde ich auch ist eine interessante Idee mit diesem sozusagen Lobbykämpfen, wo man dann sozusagen ähnlich wie in Mario Kart 8 und in Splatoon 2 zunächst eine Lobby hat, wo eine bestimmte Anzahl Kämpfer sind. Der Unterschied ist allerdings, dass man eben niemals gegen, oder beziehungsweise, was heißt niemals, dass man nicht gegen alle gleichzeitig kämpft, die in der Lobby sind, außer es sind nur zwei oder drei drin, dann ist es vielleicht möglich, aber in der Regel kämpft man nicht gegen alle gleichzeitig in einer Lobby, sondern man wechselt sich dann immer wieder ab mit unterschiedlichen Übungen. Und gegen bei Mario Kart 8, jeder, der in der Lobby ist und nicht gerade zuschaut, weil er darauf wartet, dass in der Gruppe seines Freundes irgendein Platz frei wird, jeder in der Lobby lenkt auch direkt am Rennen teil. Das ist Splatoon 2. Jeder, der dort in der Lobby ist, nimmt auch direkt am nächsten Match teil. So, komm, gib ihm! Wow, das war echt nicht so erfolgreich, wie ich erhofft hatte. Aber ich hab... Oh shit, ich wollte gerade sagen, ich hab doch volle KP, bis der mich von allen Seiten angegriffen hat. So, jetzt aber. Yes! War ich das? Keine Ahnung. Wow. Ganz ruhig, Freundchen, ganz ruhig. Wir können natürlich darüber unterhalten, aber das ist sehr uncool von dir. So. Okay, nimm das! Oh, ich glaube, ich kann das schaffen. Und wenn da ein wirklich interessantes Konzept ist, man hätte es ja auch problemlos so machen können, dass man davor einen Modus auswählt und dann praktisch man immer sozusagen One-on-One Gegner sucht. Also wenn ich zum Beispiel an The Last Story denke, wie sie ihren Online-Modus aufgebaut hatten, gerade bei Player vs. Player, war es dann so, also sonst war es auch bei, wenn man zusammen gespielt hat, war es auch so, dass man eine Art Lobby hatte, sage ich mal, wo Leute joinen konnten. Aber bei One vs. One hat man einfach gewartet, bis irgendein Spieler dazu kam und dann wurden diese beiden Spiele zufällig miteinander verbunden. Kann man machen, dauert aber natürlich viel länger. Und ging aber hier zu sagen, so ein Becken an unterschiedlichen möglichen Gegnern oder eben tatsächlich Partnern hat, je nachdem welchen Modus man hat, kann man gleich auf die Leute zugreifen. Dadurch, dass man eben unterschiedliche Modi hat, nein! Kann man auch dafür sorgen, dass es immer einigermaßen spannend und frisch bleibt. Ich finde zwar immer noch, dass es vielleicht besser wäre, wenn man bestimmte Modi ausschalten könnte. Zum Beispiel, das muss ich halt ehrlich sagen, dieser Modus hier ist nicht mein Lieblingsding und ich würde lieber ohne ihn spielen. Aber, was hat der Typ auf dem Kopf, sag mal? Hä? Ist es ein alternatives Aussehen von ihm, oder? Was ist mit mir, sag mal los? Ich bin legitim verwirrt. Achso, der hat seinen Schutz. Achso, der hat seinen Schutzgeist eingesetzt. Okay, dann muss ich mir mal anschauen, wie genau das funktioniert. Hey! Wer hat mich von der Seite geschlagen? Ich hoffe, das war nicht mein Teampartner. Wobei, gut, er hat mich paralysiert. Das ist wahrscheinlich eine Kugel, die ich nicht gesehen habe. Aber ja, von daher, in jedem Fall kann ich gut heißen und schätzen, was Nintendo versucht hat zu machen. Und ich meine, damit läuft das hier Ganze auch wesentlich flüssiger. Teilweise sogar flüssiger als in Splatoon 2. Ich meine, das hängt immer davon ab. Mario Kart 8 geht in der Regel relativ schnell, weil da, zumindest meiner Erfahrung nach, seit Mario Kart 8 Deluxe sich häufiger verkauft hat, gerade um Weihnachten herum, hat doch die Anzahl der Spieler nicht nur exponentiell zugenommen, sondern die haben sich eben auch die Wartezeiten verkürzt, weil immer viel mehr Leute online sind. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, wo ich gehört habe, dass Leute, die auf der Wii U versuchen zu spielen, im Moment Probleme haben, online teilweise eine gute Anzahl der Gegner zu finden, ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich, aber
Ja, man, es haben ja auch mehr Leute Mario Kart 8 als Splatoon 2 und das merkt man halt, finde ich, schon. Zumal man Mario Kart im Notfall auch mit weniger als 12 Fahrern fahren kann, wohingegen Splatoon 2 die 8 Spieler definitiv benötigt, damit ein Match stattfinden kann, wenn man dann noch Probleme mit Disconnects etc. hat. Ja, aber manchmal kann es da schon ein bisschen dauern, wohingegen hier tatsächlich muss man den Regeln nicht langweilen, außer man hat eben tatsächlich einen Disconnect. Aber ja, also einfach ein gutes System, was man hier etabliert. Das ist alles, was ich sagen möchte. So, ich denke mal, das wird dann der letzte Kampf, den ich in diesem Part bestreite, weil ich habe jetzt die 20-Minuten-Marke rein. Ich habe gesagt, ich werde immer in etwa so lang... Autsch. Ich werde in etwa immer so lange kämpfen. Und dann ziehen wir weiter zum... Naja, zum Rest des Wochenendes. Und der dann mit Mario Kart 8 und Splatoon 2 gefolgt wird. Im Übrigen, hierzu ein kurze oder ganz kurz nochmal. Natürlich geht es wieder jetzt normal weiter. Samstags Mario Kart 8 Deluxe, sonntags Splatoon 2. Es war nur eine einmalige Sache, dass diese Projekte vertauscht waren, weil ich hab's damals schon gesagt, aber... Ich bin gerade nicht sicher, ob ich es über Twitter gesagt habe oder über meinen Community-Tab, aber Mario Kart 8, das Together kam am gleichen Tag raus wie, wie Mario Kart 8 Online, Part 8, beide waren Part 8 und ich wusste, dass es einfach zu viel Verwirrung machen würde, die dann vor 2 Stunden zu prägen, deswegen habe ich das lieber getauscht. So, wir beenden das leider mit einer Niederlage, sehr zu meinem Unbehagen, muss ich sagen. Aber, okay, ich werde jetzt da noch ganz kurz schauen, was ich denn so für neue Buttons erhalten habe, wenn wir schon hier sind. 452 Ausbrüche, okay. Also 35 gestartet, yay! Du hast dich in den ersten Standardkampf gewagt, gegen Headlock gespielt. Volleyball, deinen Pokémon im Superschmetterball geholt. Ja, der Superschmetterball ist so geil. Ah ja, stimmt, den habe ich ja geschafft. Im letzten Part, glaube ich. 50 Sekunden Max Press, genau. Ist auch ein Grund, warum ich jetzt versuchen möchte, so viele unterschiedliche Arms-Charaktere wie möglich zu spielen. Mehr Buttons und wow, gute Anzahl. Okay, danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Arms. Oh, geil. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Wenn ihr mir auf meinen Social Media Kanälen folgt, wenn ihr ein bisschen was übrig habt, mich auf Patreon unterstützt, damit ich weiter diese Videos machen kann. Dankeschön und bis dann.